Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Männer Face and Body Adventskalender von ASOS. Der ist ganz schön schwer und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch der Männer ASOS Adventskalender kommt quasi in so einer Art Schublade daher, in so einer Aufbewahrungsbox, die aus Acryl ist. Und da drin befinden sich 12 Boxen. Das heißt, das ist kein klassischer Adventskalender, sondern es ist ein Adventskalender vom 26.12. bis zum 6.1. bis zu den drei Heiligen Königen. Man kann natürlich den auch im Advent aufmachen und einfach nur jeden zweiten Tag oder so, ne? Genau, oder man nimmt ihn als Countdown für Weihnachten ab dem 12. und dann bis Weihnachten, wie man möchte. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt so drin sein wird. Der müsste so knapp unter 40 Euro gekostet haben. Das ist immer relativ happig, aber dafür hast du richtig geile Produkte in den ASOS Adventskalender mit drin. Leute, ich würde sagen, packen wir's. Dann brockel ich mir erstmal die 1 raus. Es ist gar nicht so leicht, die Sachen so rauszukriegen, weil die Kartons sind sehr, sehr eng zusammengepackt. Und die Nummer 1 ist mega schwer. Also, nein, was ist da drin? Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Okay, geil. Da wird sich mein Freund drüber freuen. L'Oreal Men Expert XL Size 300ml Hydra Energetic Wake-Up Effect Taurin Shower. Mit 100 Milligramm Taurin, damit du schön wach wirst als Mann. Ich lach mich schlapp. Haben die einfach mal einen fetten L'Oreal Duschgel-Bottle reingepackt. Finde ich klasse. Und ich glaube, dass er das vom Duft her auch gerne mochte. Also ich mag's. Und er wird es auch mögen. Definitiv. Doch, das werde ich ihm gleich hinstellen. Da wird er sich freuen. Einfach mal so ein großes Ding. Und ich wundere mich schon, warum ist das so schwer, ey. Genau. So, die Nummer 2 steckt fest. So, die ist hier. Nachdem der Mann sich ordentlich geduscht hat, sollte er sich rasieren und, nachdem er sich rasiert hat, ein Aftershave-Balm benutzen. Und zwar von der Marke, von der auch mein Lieblingsrasierer ist, der unter meiner Dusche ist, von Bulldog Skincare for Men Original Aftershave Balm mit Aloe, Kamelina und Green Tea. Also quasi mit Aloe, Vera, Kamille und grünem Tee. Da sind 75ml enthalten und ich würde jetzt fast sagen, dass es eine Full-Size-Größe ist. Sowas würde ich tatsächlich als Frau ebenfalls verwenden. Denn als es noch nicht so diese Aftershave-Geschichten für Frauen gab, habe ich mir immer von Nivea den Aftershave-Balsam geholt. Nivea Men wohl bemerkt. Also das muss man halt echt, ne? Muss man improvisieren und ganz ehrlich, die Männerdüfte von Aftershave sind traumhaft gut. Ich stehe drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Aftershave-Balm. Der riecht so nach nichts. Sehr, sehr angenehm, dass es halt nach nichts riecht. Könnte gerne nach was riechen, aber bevor es stinkt, ne, ist es ganz gut. Ja, das ist nett. Das ist nett. Ja, finde ich gut. Notfalls werde ich das halt selber verwenden, ne, weil ich bin diejenige, die nach dem Rasieren irritierte Haut bekommt. Übrigens Aftershave-Balsam nicht zu verwechseln mit Aftershave, ne? Also da ist kein Alkohol oder sowas drin, wenn dann nur in ganz geringen Mengen. Also es brennt nicht, ganz im Gegenteil. Es beruhigt die Haut halt, ne? Genau, also wenn ich mir das auch so durchlese, da ist kein Alkohol mit drin. Nee, nee, das wäre auch was. Nee, nee. Apply to face after shaving oder auch auf andere Körperregionen, die gegebenenfalls etwas irritiert sein können, nachdem du dich rasiert hast. So, die Nummer 3 ist ganz schön groß. Also der Männer-Adventskalender ist ganz schön groß. Jedenfalls die oberen Kläppchen. Nach unten hin wird es natürlich ein bisschen weniger. Ach, du ahnst es nicht. Hier haben wir einfach mal einen Rasierer drin. Cool. Von Harry's. 5 Blade Cartridge. Okay, das ist interessant. Ich persönlich bin ja ein Fan von dem Bulldog-Rasierer, aber das hier ist eine gute Alternative, ne? Es ist einfach mal ein Rasierer hier drin. Finde ich schön. Da hast du hier durch dieses Orangene, durch den Griff, da ist, das ist irgendwie gummiert oder so. Rubber Grip nennt sich das hier drauf gerade. Finde ich cool. Der Kopf ist flexibel, das finde ich eben auch immer sehr, sehr gut. Vor allem, ich weiß nicht, ich finde bei Männerrasierern, du kommst einfach überall besser dran. Frauenrasierer sind irgendwie so, hoch, wir machen das ganz leicht und gucken mal, ob wir ein Haar abkriegen oder nicht. Und Männerrasierer, die machen das einfach. Finde ich gut. So, ja, klasse. Gucken wir uns mal Nummer 4 an. Die ist klein, aber bestimmt fein. Oh. Kann man sich nicht beschweren. Haus 99 oder Haus 99, das ist die Marke von David Beckham. Smooth Back Shaping Pomade.
eine Rasierpomade Medium Hold. Hä? Shaping Pomade? Das ist wahrscheinlich für die Haare, oder? Dass du dein, also Haargel quasi, dass du deine Tolle in den Griff bekommst. Das ist jetzt in diesem Haus nicht unbedingt notwendig, um das mal so zu sagen. Smooth Back Pomade für Haare in Form. Das ist die Übersetzung auf Deutsch übrigens. Smooth Back Pomade für Haare in Form. Geilste Übersetzung der Welt, Leute. Vielen Dank dafür. Boah, die riecht himmlisch gut. Riecht wirklich gut und das ist halt eine Pomade, also sie ist fest. Ja. 15 ml sind enthalten. Da muss ich jetzt nur noch jemanden finden, der entsprechend auch Haare hat, die in Form gebracht werden müssen. Gut, dann gehen wir doch mal weiter zu der Nummer 5. Die ist jetzt schon auf der zweiten Etage und auch die ist super schwer. Da ist irgendwas Flüssiges drin. Ein Beard Moisturizer von Murdoch. Geil. Das feiere ich ja, ne? Es ist natürlich so, da machen wir uns ja nichts vor, dass Männer ihre Bärte auch pflegen sollten, denn ansonsten könnten sie anfangen, ein Eigenleben zu führen. Das wollen wir nicht und das wollen die Männer hoffentlich auch nicht. Deswegen macht es durchaus Sinn, wenn die ihre Bärte entsprechend pflegen. Da der Trend aktuell natürlich dahin geht, dass Männer Bart tragen, ist es auch ganz cool, dass hier ein Bartprodukt drin ist. Aber ja, okay, witzig. Okay, und das soll halt den Bart und die Haut darunter entsprechend mit Feuchtigkeit versorgen. Mein Freund hat auch einen Bart, dementsprechend wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Aber Leute, das wird er im Leben nicht verwenden. Das glaube ich nicht. Bin ich ehrlich. Glaube ich nicht. Die Haut, die du natürlich die Männer unter ihrem Bart haben, ist auch trockener. Ne, das ist einfach so, da kriegen die weniger Öle oder sowas dran generell, die von der Haut da so dran kommen könnten. Weil da halt die Barthaare drin stecken, keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist einfach so. Und deswegen macht das durchaus Sinn, aber ich weiß, dass mein Freund das nicht verwenden wird. Ich werde ihn das fragen, ob er das möchte, dann kriegt er das. Ich wage es aber zu bezweifeln, aber ich packe ja auch Männer-Adventskalender dementsprechend. Alles wird hier seine Anwendung finden, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Hier weiß ich jetzt nicht, ob es die 6 oder ob es die 9 ist. Das weiß ich echt nicht. Ich denke mal, es ist die 6. Ich habe hier natürlich eine 6 und eine 9 drin, ne? Und die 6 und die 9 sehen vollkommen identisch aus. Im Prinzip ist es Jacke wie Hose, aber wir gucken mal rein. Nein. Zahnpasten in Beautyboxen finde ich ja schon nervig, aber Zahnpasten in Adventskalendern müssen nun mal echt nicht sein. Ja, es ist eine Zahnpasta von Marvis. Marvis mag eine ganz tolle Marke sein. Classic Strong Mint, das finde ich schon wieder gut. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, irgendwas mit Zimt oder so drin, das fand ich ganz gruselig. Aber gut, verwenden werde ich die. Ich glaube, die sind auch nicht günstig. Aber eine Zahnpasta im Adventskalender, weißt du? Machst du das Käppchen auf und denkst dir, yay, eine Zahnpasta, jetzt stinke ich nicht mehr oder was? Ich weiß nicht. Sollen sie mir mit wegbleiben, bitte. So. Ach Mensch, die Nummer 7, ne? Ist auch wieder ganz schön schwer. Also die Zahnpasta hat jetzt gerade einiges kaputt gemacht, was vorher toll gelaufen ist mit uns hier. Das ist von The Ordinary. Caffeine Solution 5% EGCG. Reduces appearance of eye contour pigmentation and of puffiness. Hä? Was soll die machen? Wahrscheinlich die Augenringe wegmachen und quasi abschwellend, ne? Ich glaube, das ist ein Augenserum. Ein Koffeinserum, klar, das würde Sinn ergeben. Massage a small amount onto the eye contour. Morgens und abends sollst du das um deine Augen machen. Natürlich, wenn Irritationen auftauchen, abwaschen und aufhören. Und irgendwen einen Physician konsultieren. Mhm. Mensch, da steht mehr Warnhinweise drauf, als wie man es zu verwenden hat. Also das ist einfach ein Augenserum von The Ordinary. Ja, das ist doch nett. Mit Koffeinextrakt oder Koffein... Irgendwas Solution. Mhm. Mentor. Ist eine Pipette. Koffein ist immer gut für unter die Augen. Jo. Für einen wachen Blick. So, 8. Mensch, die Männerprodukte, die sind echt groß, ne? Aber gut. Ich habe hier nämlich noch neben mir die Produkte aus dem Frauen-Adventskalender stehen und denke mir,
Okay, hier haben wir von Durs of London eine Shave Cream. Das ist eine Rasiercreme. Damit kannst du dich besser rasieren. Das heißt, wenn man Rasiercreme verwendet, ist es zum einen so, dass du länger haarfrei bleibst und zum anderen ist es auch so, dass du Irritationen damit vermeiden kannst. Ja. A unique formula to soften and lift facial hair to improve glide for a close and comfortable shave. Perfect skin from irritation, razor burn and redness. Also das soll die Haut halt wirklich vor Rasurbrand und Irritation und Rötung und sowas alles bewahren, ne? Cut out the fluff? Mit Shea-Butter ist das tatsächlich. Und eigentlich ist es gedacht für die Haarentfernung im Gesicht. Aber man kann es bestimmt auch für andere Körperregionen verwenden. Ja, das finde ich nett doch. Muss ich wirklich sagen, so eine Rasiercreme ist nie weg. Dann haben wir das als Rasiercreme, das als Aftershave-Creme. Ne? Da doppelt sich nichts und ist eine bunte Mischung. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, weihnachtliches Design ist so ein Leoprint jetzt nicht wirklich. Darüber müssen wir gar nicht reden, oder? Gut, Nummer 9. Hier, oder es war die Nummer 6, man weiß es nicht. Oh, ein Tiegelchen, oh schick. Wildcat Hair Clay, Argel Koffiant. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, was das ist. Wir gucken uns erstmal die Verpackung an. Das ist so eine schöne Blechdose mit einem Tiger drauf, der da am rum eskalieren ist. Scheint irgendwas, ja, Asian Wildcat, also Strong Matte Hold. Okay. Das scheint irgendwie für die Haare sein. Barbers. Johnny's Chop Shop Barbers. Gleichmäßig zwischen den Handflächen verreiben, feuchtes oder trockenes Haar mit den Händen zerzausen, um es zu stylen. Wie gesagt, wir haben hier nicht so die größte Frisurengemeinde bei uns zu Hause und das ist so ein Haargedöns. Oh Gott, riecht das gut. Mein Freund muss sich wieder Haare wachsen lassen. Das riecht unfassbar gut. Ich weiß nicht, ob man sowas auch für den Bart verwenden kann. Ich werde ihn mal fragen, ob er dafür Verwendung hat. Also das finde ich schon mal richtig gut riechend. Und stell dir mal vor, du hast es hier in deinem Bart. Ich meine, du weißt nicht, wie es riecht, aber es riecht gut. Glaub mir. So ein Hauch Räucherstäbchen zusammen mit so einem Chillladen. Ich will immer ein ganz bestimmtes Wort sagen, Leute, aber ich glaube, das darf ich auf YouTube nicht sagen. Ja, so riecht das. Oh, traumhaft. Ja, okay. Wir machen weiter mit der Nummer 10. Die habe ich hier. Auch die Männer bekommen ein Deep Sleep Pillow Spray. Das finde ich cool. Die Frauen hatten das auch drin. Spoiler. Aber die Frauen hatten ein größeres drin. Spoiler. Finde ich cool, das ist ein tolles Kissenspray. Das mache ich gerne morgens bei uns aufs Bett, damit es halt abends eingezogen ist und wir halt abends dann in unser Schlafibettchen gehen können und alles ist wundervoll und ein Hauch von Deep Sleep Pillow Spray von This Works liegt halt in der Nase. Es ist wirklich traumhaft. Also mir persönlich hilft es auf jeden Fall dabei, besser zu schlafen und vor allem schneller einzuschlafen. Ja, dann haben wir nur noch zwei hier, wa? Nehmen wir erstmal die Nummer 11. Ui, das ist aber hier bis nach oben hin fast aufgerissen, das Ding nur. Von Lab Series Skincare for Men Multi-Action Face Wash. Netoyen, ja, genau, clean. Das sind 30 ml hier enthalten und das ist halt einfach ein Gesichtsreinigungsprodukt für die Männer. Finde ich gut. Männer sollten auch ihr Gesicht reinigen. Das reicht nicht nur mit Wasser. Manchmal braucht man da auch ein paar mehr Hilfsmittel. Ist noch vollkommen verschlossen. Und es riecht nicht raus, leider. Aber ja, finde ich gut, dass sowas halt auch wirklich für Männer hier mit drin ist und dass es hier explizit draufsteht. Dann kann man den Mann da vielleicht auch ein bisschen zu animieren. So, jetzt sind wir bei der Nummer 12 und das ist das letzte. Und hier vermute ich eine Gesichtsmaske drin, denn aufgrund von Form und Gewicht könnte man da fast nichts anderes reinpacken. Und sie sollte recht behalten. Ach, wie cool. Das hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Barber Pro Gentleman's Sheet Mask. Die bekommt auf jeden Fall mein Stiefpapa. Der steht total auf Gesichtsmasken. Den habe ich da echt mit angefixt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und der kriegt von mir auch irgendwie einen Adventskalender oder irgendwie sowas in der Art.
Ich denke, dass ich dem das auch mit reinpacken werde. Mega cool. Regenerating and hydrating with anti-aging Kollagen. Perfekt. Also das ist verjüngend und hydratisierend mit einem anti-aging-Effekt und so weiter. 1A. Ecki, du wirst dich freuen, denke ich mal. Und ja, deswegen finde ich cool. Ich finde das immer bei Männern ziemlich witzig mit den Tuchmasken, weil die, gerade wenn die einen Bart haben oder so, ne, das sieht echt witzig aus. Aber na, so ist nun der Adventskalender-Inhalt von dem ASOS Männer-Adventskalender mit den 12 Boxen. Ich weiß nicht, ob die noch einen kompletten Männer-Adventskalender rausbringen werden. Ich glaube, der wird dann auch recht teuer werden, wenn das so wäre. Wir haben hier echt gute Sachen drin. Doch, also wäre ich ein Kerl, ich würde es feiern, aber ich bin halt kein Kerl. Ja. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Praktisch ist auch, wenn du dann fertig bist mit dem ganzen Auspacken, hast du hier halt echt so eine Box, ne? Und die kannst du super für alles Mögliche verwenden. Ich weiß jetzt nicht, welche Formate das sind, ob das DIN A4 ist vielleicht sogar. Das wäre natürlich ein Träumchen. Da hat man dann wirklich einfach so, ne? Noch was, was man wirklich benutzen kann und nicht nur die Boxen, wo man sagt, ach, ist Müll. Also mir persönlich hat der Adventskalender richtig gut gefallen. Der hat mir letztes Jahr auch schon gut gefallen, sonst hätte ich ihn mir nicht wieder gekauft. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!